Ja, der Einstieg in den Erzieherberuf, in den Erzieherinnenberuf ist oft sehr niederschwellig. Das merkt man, dass man Lust hat, sich mit Kindern zu beschäftigen. Die Messdienergruppe, irgendwie die Jugendgruppe, in der ich tätig bin. Das erste Praktikum, was ich in Klasse 8 oder 9 in der Schule mache, vielleicht im Kindergarten um die Ecke. Das sind so erste Erfahrungen. Und dann fällt es oft so die Entscheidung, mich auf diesen Berufsweg zu begeben. Das kann auch mit dem Hauptschulabschluss beginnen, indem ich erstmal in eine Kinderpflege- oder Sozialassistentenausbildung gehe, mich dort weiterqualifiziere und so Stück für Stück eben mich auch weiterentwickle, bis eben dann nachher am Ende vielleicht ein Hochschulstudium steht. Also der Weg ist lang, aber er ist sehr abwechslungsreich und ich finde, da kann man auf jeder Stufe auch einsteigen und kann sich eben ein Stück weit nach oben arbeiten. Der Bedarf an Erziehern und Erzieherinnen, die ausgebildet sind, ist sehr hoch, sodass wir an den Fachschulen genügend Plätze zur Verfügung stellen können. Aber es ist eine große Nachfrage, die wir dann eben auch bedienen. Und man muss sagen, das ist eben ein Feld, was sehr in Bewegung ist, wo wir sehr froh sind, dass wir so viele Erzieher und Erzieherinnen noch ausbilden können. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass an den Fachschulen für Sozialpädagogik, so nennen wir das, die Anmeldezahlen sehr hoch sind, gerade für den Erzieher- und Erzieherinnenberuf. Also das heißt, sich rechtzeitig zu bewerben, Erfahrung zu sammeln in Feldern der Kinder- und Jugendhilfe. Die Hürden können dann in der Ausbildung liegen. Da gilt es auch viel zu lernen, viel Theoriewissen zu lernen, sich in der Praxis zu bewähren. Aber nach meinen Erfahrungen gelingt das ganz gut, wenn ich mich auf den Beruf richtig einlasse, wenn ich also mit Lust und Spaß dabei bin und wenn ich begreife, dass eben gerade die Arbeit mit Kindern auch eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Das muss man, glaube ich, auch nochmal in der Öffentlichkeit sagen. Das geht nicht nur um das Spielen in Anführungszeichen mit Kindern, es geht um vor allem den Bildungsauftrag, den ich habe. Und der ist sehr anspruchsvoll und von daher ist auch die Ausbildung sehr anspruchsvoll.